Wer sollte für ein Gelingen des Energiewandels besonders aktiv werden, lautete Ihre Frage. Und die Antwort hier aus dem Publikum: in erster Linie Politiker. Zweitens Energiewirtschaft, drittens die Endverbraucher. Herr Reutersberg, da können Sie sich zurücklehnen. Wenn die Politiker den Energiewandel vorantreiben sollen, hätten Sie das so erwartet? Ich habe es befürchtet. Ich könnte jetzt einen abendfüllenden Vortrag darüber halten, warum ich das so gesagt habe. Ich glaube, dass es zweifelsohne wichtig ist, dass Politik Rahmen setzt. Aber innerhalb des Rahmens muss dann die Wirtschaft die Lösungen finden. Denn es ist selten, wenn man jetzt nicht in die Zukunft blickt, sondern zurückblickt, dass Politik Lösungen vorgibt und dass das die besten sind. Normalerweise sollte man, wenn man für einen freien Markt ist, ein freies Spiel der Kräfte haben und der Kreativität freien Raum geben. Das muss natürlich in einem gewissen regulatorischen Rahmen sich abfinden, aber da muss sein. Deswegen hätte ich da immer als erstes, sagen wir, die Unternehmen als solches gesehen. Ich habe natürlich gelernt, dass die wahrscheinlich da heute in diesem Geschäft sind, wahrscheinlich die schlechtesten sind, weil sie zu sehr ihren eigenen Home-Turf verteidigen und nicht out of the box denken. Aber trotzdem sage ich jetzt mal, Energieunternehmen im weitesten Sinne würde ich immer für richtig halten, dass sie die erste Verantwortung haben. Hätten Sie denn, also aus Ihren Worten hört man heraus, dass Sie das Gefühl haben, dass zurzeit die politischen Rahmenbedingungen eigentlich eher eine Art Schraubstock sind? Nein, ich würde nicht sagen, dass sie ein Schraubstock sind, sondern ich glaube, dass sie zu viele Impulse geben, ohne die wirklichen Effekte daraus abzuwarten. Ich kann das am Beispiel Deutschland ja sehr leicht verdeutlichen. Wir werden im nächsten Jahr 2013 in Deutschland aus dem Erneuerbaren Energiegesetz eine Belastung auf die Kunden zukommen sehen von 20 Milliarden Euro. Muss man sich auch mal, man gewöhnt sich an den Begriff Milliarden, aber 20 Milliarden ist ja ein signifikanter Begriff. Ist ja gerade in den letzten Wochen durch die deutsche Presse gegangen, wie signifikant der Strompreis sich erhöht. Und wenn Sie heute einen Strompreis haben, so ungefähr von 25 Cent, dann ist der Preis, den Sie als Subsidies zahlen für Erneuerbare, höher als der eigentliche Strompreis, also der eigentliche Commodity-Preis. Der liegt unter 5 Cent und das andere liegt über 5 Cent. Also so weit sind wir mittlerweile. Und das kommt dadurch, dass man zu viele Impulse draufgesetzt hat, ohne ein, sagen wir mal, in sich geschlossenes System, einen regulatorischen Rahmen zu haben, mit einer klaren Zielvorstellung und dann aber, sagen wir mal, Wettbewerb freien Raum lässt. Frau Graumann, die Politik argumentiert ja, wenn wir nicht was machen würden, dann würde sich wahrscheinlich gar nichts bewegen. Jetzt hören wir ja gerade, dass eigentlich die Wirtschaft, die freie Wirtschaft auch aus eigenem Antrieb heraus sehr viel leisten könnten. Wie würden Sie dort eigentlich diese Gratwanderung einschätzen? Also ich denke, ganz wichtig ist immer der offene Dialog zwischen Politik, zwischen Wirtschaft und auch zwischen, ja, ich sag's mal, Wissenschaft, Bildung, dass man alle Player doch an einen Tisch bringt und einen Dialog eben zwischen diesen Playern organisiert, wie zum Beispiel so ein Energiegipfel die Möglichkeit bieten würde. Und man dann sagt, gut, das sind Aufgaben, die macht die Politik, bestimmte Rahmenbedingungen schaffen, Netze, den Ausbau der Netze subventionieren und fördern, das finde ich in Ordnung, das ist die Aufgabe der Politik, das sind Rahmenbedingungen, das sind Infrastrukturbedingungen, die müssen auch von der Politik subventioniert werden. Das ist so wie das Internet, wie das Telefonieren, das erwarte ich, das muss zur Verfügung stehen. Dafür ist auch der Staat zuständig, wenn denn auch die deutsche Wirtschaft vorankommen will. Und dann gibt es Aufgaben, genau wie Sie sagen, das macht dann die Energiewirtschaft. Und das den Markt entwickeln in bestimmten Bereichen. Also ich würde sagen, wichtig ein Zusammenspiel zwischen den Anbietern, aber vor allen Dingen auch ein aktiv geförderter Dialog. Und hier kann die Politik vor allen Dingen auch fördern, indem sie diese Dialoge überhaupt aufsetzt und auch die Player, wir haben es ja gesehen, Smart Home, Smart Building Bereich, so viele Player, so viele Anbieter auch an einen Tisch bringen und sagt so, wo sind jetzt die Probleme, wo sind die Schnittstellen, wo können wir eventuell noch unterstützen durch Modellversuche, Sie hatten ja einige genannt, fördern. Herr Becker, Sie sitzen jetzt hier als Vertreter eines Netzbetreibers. Herr Reutersberg hat vorhin in seinem Vortrag gesagt, dass er schätzt, dass bis etwa 2020 30-40% wir dezentrale Energieanbieter haben. Sind denn unsere Netze, ist Ihr Netz heute darauf vorbereitet? Das Netz ist im Moment nicht ausgelegt für diese Situation, denn wir hatten in der Vergangenheit eigentlich einen ganz klaren Fluss von Energie von Produzenten zu den Verbrauchern.
einseitig und besonders in Luxemburg als im Portland ist natürlich der Fluss in eine Richtung. In einer ersten Phase, wenn Eigenproduzenten kommen, entlasten sie eigentlich diese Flüsse, sodass das Netz am Anfang etwas weniger belastet ist. Es kommt aber dann auch zu Situationen, dass wir Gegenden haben, wo sehr, sehr viel Windenergie ist oder sehr, sehr viel Photovoltaik, dass die Flüsse sich plötzlich umkehren können. Und diese Situation ist heute in unseren Planungen eigentlich nicht vorgesehen. Das heißt auch, was die Sicherheit der Netze angeht, die Sicherheit der Versorgung und so weiter, sind diese Elemente heute nicht direkt vorgesehen. Wir rechnen aber damit, dass dann die Entwicklung Richtung Smart Grid eben uns diese Möglichkeiten gibt, eine bessere Übersicht über die Flüsse in den Netzen zu haben und auch solche Situationen zu meistern mit Maßnahmen, wie Herr Reutersbeck sie auch schon genannt hat. Denn die Intelligenz, das möchte ich auch nochmal bestätigen, heute haben wir auf Höchstspannungsniveau und auch eine gute Übersicht über die Netze auf dieser Ebene. Hier, wenn wir von dezentral sprechen, kleine Anlagen, sind wir im niederen Bereich, Mittelspannung, Niederspannung, und in diesen Bereichen haben wir heute nicht viel Intelligenz und auch nicht dieselbe Information, was im Netz wirklich passiert. Und da sind wir schon der Meinung, dass Richtung Smart Grid Entwicklung uns in dieser Richtung helfen wird. Wir hatten ja heute immer wieder unsere Einstiegsfrage, ob wir uns eigentlich wirklich schon vorstellen können, wie unser Leben in 8 Jahren aussehen wird. Können Sie denn überhaupt schon abschätzen, was für Sie als Netzbetreiber letztlich finanziell, aber auch technologisch darauf zukommt, auf was Sie sich einstellen müssen? Also ich glaube, die nächsten 8 Jahre können wir doch schon relativ gut überblicken. Wir haben ja 10-Jahrespläne, 5-Jahrespläne, da wissen wir ungefähr, was passiert. In unserem Bereich sind wir ja gewohnt, langfristig zu denken und zu planen. Allerdings, wenn plötzlich sehr schnell Veränderungen kommen, die nicht geplant sind, kann es vielleicht einige Überraschungen geben. Aber ich würde sagen, die nächsten 5 oder 8 Jahre sind doch schon noch überblickbar. Wir haben auch in Luxemburg die Auflage, zum Beispiel Smart Meter zu installieren in den nächsten 5 Jahren. Darauf stellen wir uns ein, das können wir recht gut überblicken. Aber was alles an neuen Ideen, an neuen Dienstleistungen, an neuen Fragen beim Verbraucher kommt, das ist eher schwierig abzuschätzen. Aber das Netz an sich, glaube ich, ist noch einigermaßen überschaubar für die nächsten 10 Jahre. Herr Reutersberg, das Netz ist eigentlich ja nur ein Teil. Was wir ja auch dringend benötigen, je mehr alternative Energieformen wir ans Netz bringen, Speichermöglichkeiten. Speichermöglichkeiten für die vor allem fluktuativen Energieformen. Können Sie dazwischen eine Priorisierung anstellen? Was ist wichtiger? Also ich denke mal, wenn am Ende des Tages eine Energiewende tatsächlich funktionieren soll, ist Speichertechnologie der Schlüssel. Ja, wir haben ja bis jetzt ein Energieversorgungssystem gehabt, wo wir einen Kraftwerkspark hatten, der sich immer dem Verbrauch angepasst hat. Mit unterschiedlichen Arten von Kraftwerken, mit Baseload, Peakload und so weiter, so hat man das ja immer wunderbar jeden Tag genau hingebastelt. Wenn man jetzt umstellt auf ein Energieversorgungssystem, was dann produziert, wenn eine Produktionsmöglichkeit da ist, was also nichts mehr mit dem eigentlichen unterliegenden Verbrauch zu tun hat, sondern ich muss dann Windenergie produzieren, wenn der Wind bläst oder wenn die Sonne scheint, muss ich Photovoltaik nutzen können. Das heißt, ich habe eine vollkommene Abkopplung von Produktion zum Demand. Und das muss ich irgendwie überbrücken. Und das geht nur über einen Speicher. Wir haben heute für diesen Zweck eigentlich gar keine Speicher. Wir hatten bisher, oder die haben wir natürlich auch noch, Pumpspeicherkraftwerke. Das war eher was so für Tag-Nacht-Ausgleich, für Spitzenausgleich in der Mittagszeit oder so. Darum geht es ja jetzt gar nicht. Jetzt geht es ja um viel schnelleren Ausgleich, Spitzenausgleiche, fast in Halbstundentakt oder noch weniger das zu tun. Und da fehlt uns das. Das fehlt uns im Kleinen wie im Großen. Ich sage mal, für mich wird, und ich habe ja von Game Changer gesprochen, wenn es, ich sage mal, die billige Batterie im Haus gibt, sagen wir so groß wie ein Kühlschrank, die steht im Keller. Dann habe ich eine Photovoltaikanlage auf dem Dach, ich habe eine, sagen wir mal, Wärmepumpe im Keller stehen und vielleicht noch eine kleine Mikroturbine da stehen, dann bin ich praktisch autark. Dann brauche ich fast gar keinen Netzanschluss mehr. Dann sieht die Welt ganz anders aus. Frage ist, wie schnell kommt das? Wird das kommen? Glauben Sie, dass das kommen wird? Ich glaube, dass es kommt und ich glaube nicht, was die Experten gesagt haben, dass es bis 2030 kommt. Ich glaube, es kommt schneller. Aha. Ja? Das andere Thema ist im Großen,
Wir bauen zurzeit riesige Windparks auf See. Da bläst es mal ziemlich stark. Und wenn sonntags nachmittags in Deutschland draußen auf See ziemlich bläst und auch wunderbar die Sonne scheint, dann haben wir schlichtweg nicht den Absatz. Was machen wir mit diesem Strom? Heute drücken wir den in die Nachbarländer weg. Die freuen sich auch dann darüber, dass sie diesen Strom kriegen von uns. Ist aber auch keine dauerhafte Lösung. Wir haben jetzt gerade ein Feld oder ein Pilotprojekt aufgesetzt. Kennen wir alle aus dem Physik- oder Chemieunterricht, Elektrolyse. Ein Verfahren, was jeder irgendwo kennt, was aber immer irgendwie die Vergessenheit gerade, weil es ist krachend unwirtschaftlich, macht überhaupt keinen Sinn. Wenn ich aber einen Windpark habe, wo ich sowieso praktisch Fixkosten stehen habe, aber keine variablen Kosten, und wenn der Wind dann bläst, sind das eigentlich keine Zusatzkosten. Und wenn ich trotz eines schlechten Wirkungsgrades mit diesem Strom Wasserstoff produziere und den nutzen kann, habe ich auch einen Vorteil. Da haben wir jetzt oben in Norddeutschland eine erste Pilotanlage gebaut, um etwas größerem Stil das zu machen, um einfach jetzt zu lernen und zu testen. Dann habe ich nämlich einen Vorteil, ich kann die großen Erdgasspeicher nutzen und ich kann die riesigen Erdgasleitungen nutzen als einen gigantischen Puffer. Das heißt, wenn ich wieder zwei Systeme verbinde und einen Übergang schaffe, kann ich wieder aus dem anderen System Speichermöglichkeiten für das andere System nutzen. Das sind jetzt auch so Überlegungen, die man macht, wie kriege ich das alles hin? Aber nach wie vor, Speicher ist der Schlüssel. Aber wäre nicht zum Beispiel auch eine bessere Verknüpfung der vielen europäischen Einzelnetze, wäre das nicht auch ein Weg in die Zukunft? Also müssen wir nicht wegkommen davon, jetzt zum Beispiel Raum Luxemburg oder ein Teilgebiet Deutschlands zu denken, wenn ich ganz Europa intelligent verknüpfen könnte, stelle ich mir jetzt vor, dann weht dort in Schottland der Wind, in Spanien scheint die Sonne und ich komme doch vielleicht unterm Strich auf eine etwas gemitteltere Variabilität. Herr Becker. Also die Netze, geht das? Die Netze sind schon verknüpft heute, allerdings sind die Kapazitäten zwischen den Netzen nicht in der Größenordnung, die das alles erlauben. Die Netze waren geplant immer, dass man sein eigenes Netz mehr oder weniger absichert. Und die Verbindungen mit den Nachbarländern waren eher gedacht für gegenseitige Hilfe, Notfälle und so weiter. Die Netze waren nicht geplant, dass man jetzt Strom in großen Mengen aus der Nordsee bis nach Süddeutschland oder Italien transportiert. Und deshalb gibt es aber europäische Zusammenarbeit, da gibt es Organisationen, wo alle Netzbetreiber zusammen sind, die für die nächsten 5 oder 10 Jahre Pläne schon entwickelt haben, was da alles kommen muss. Generell muss man sagen, die ganze Energiewende geht sicher nicht ohne mehr Speicher, aber geht tut sicher auch nicht ohne mehr Netze. Denn Strom muss gespeichert werden, wenn zu viel da ist, aber muss auch transportiert werden von den Stellen, wo viel produziert wird, zu Gegenden, wo viel verbraucht ist. Denn in der Nordsee, Ostsee gibt es sehr viel Produktion, aber es gibt keinen Verbraucher dort. Das heißt, diese Energie muss auch irgendwo hin. Also mehr Verbindungen zwischen den Ländern ist sicher auch ein Schlüssel, um den Markt erstens, dass der liquider wird und auch für die Sicherheit der Netze, dass man sich gegenseitig mehr unterstützen kann. Frau Graumann, wie schätzen Sie denn die Lage ein, also ein bisschen als jemand, der es eher von außen betrachtet, wie ist denn die Energiewirtschaft da aufgestellt, um die Fragen der Zukunft auch dann zeitnah zu lösen? Also ich denke, die Befragung, die wir gemacht haben, haben ja auch genau diese beiden Standpunkte bestätigt. 89% der Experten haben gesagt, Speichertechnologien sind der kritische Erfolgsfaktor schlechthin und das ohne Netze geht nichts. Für mich stellt sich noch eine andere Frage, da sind wir jetzt sehr im technischen Bereich natürlich, bei den Netzen und auch bei den Speichertechnologien. Wir brauchen auch die Fachkräfte, die das alles bedienen können. Also ich würde jetzt mal sagen, wir brauchen Investitionen in Netze, wir brauchen Investitionen in Speichertechnologien, aber mal Frage, brauchen wir nicht auch Investitionen in Bildung, in die Leute, die dann auch diese Anlagen, das ist ja hochtechnisch, hochkomplex, bedienen können, die entsprechend ausgebildet sind, die Ingenieure. Wir haben in Deutschland einen Fachkräftemangel zurzeit, in Luxemburg sieht es vielleicht günstiger aus, da kenne ich mich jetzt nicht so gut aus, aber wir brauchen vor allen Dingen auch die Menschen, die diese Technologien dann auch bedienen können. Herr Reutersberg, sehen Sie das ähnlich? Ich hätte jetzt gedacht, gerade jetzt für Deutschland, wir haben ja sehr viele Ingenieure, die werden das schon irgendwie wuppen. Also ich denke mal, wenn ich Sie richtig verstanden habe, ist das wahrscheinlich weniger eine Frage der Ingenieure. Ich glaube, dass wir da viele Kompetenzen haben und viele Institute mit daran arbeiten, viele Universitäten an diesen Themen mitarbeiten. Das ist, glaube ich, nicht das Thema. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, sage ich mal, es ist ja viel praktischer, wenn Sie ein Hausbesitzer sind
und sagen, ich finde das alles ganz toll, ich fange jetzt hier in meiner Straße mal als Erster an und ich baue mir hier mein Smart Home. Wen rufen Sie an? Gehen Sie mal ins Telefonbuch und versuchen, einen Smart Home Techniker zu finden. Den gibt es nicht. Nee. Jetzt können Sie einen Klempner anrufen, Sie können einen Heizungsbauer anrufen, Sie können Elektriker anrufen. Jeder wird Ihnen aus seiner Perspektive heraus vielleicht irgendeinen Teilaspekt anbieten. Jeder wird mir was verkaufen. Ja, so. Das heißt also, den, ich weiß nicht, wie ich ihn nennen soll, aber den Energietechniker, der von der Isolierung eines Hauses angefangen gesamthaft auf dieses Konzept guckt, den gibt es nicht. Wenn Sie dann auf den Bereich, sagen wir mal so, Großindustrie, da gibt es ganz viele Engineering-Büros oder so weiter, die Energiekonzepte machen für Produktionsstraßen oder sonst irgendwas. Im mittleren Industriebereich gibt es das schon nicht mehr. Ist zum Beispiel eine sehr interessante Marktlücke auch für uns, wo wir sagen, mittelgroße Unternehmen haben oft das noch gar nicht so erkannt. Wir brauchen also Leute, die ein umfassendes Know-how haben, mit welchen Technologien, wie ich was machen kann und wie ich es auch noch dann wirklich installiere und baue. Und das geht eben runter bis in den Hausbereich. Ich glaube, dass sich da ein ganz neuer Markt entwickelt. Da sind Chancen da, das müssen wir uns angucken, da sind wir auch dran, uns das alles genauestens zu überlegen. Ich sage mal, Deutschland ist immer stolz auf seine Berufsausbildung und auf die einzelnen Berufsbilder und so weiter. Da muss man natürlich auch aufpassen, dass das nicht gerade zu einer Erstarrung führt. Das ist die Frage, ja? Sind diese Berufsbilder? Der Elektriker darf nicht an ein Wasserrohr gehen oder umgekehrt, das ist ja bei uns alles sauber geregelt. Sie brauchen aber gerade jemanden, der das alles kann. Wir müssen ganz neue Berufsbilder auch schaffen, um da reinzugehen. Müssen sich unsere Berufsbilder komplett ändern? Ja, also ich stimme da voll zu. Ich glaube, das meinten Sie auch. Ich meinte auch diesen einen Aspekt natürlich gerade in diesen Bereichen, dass wir da neue Berufsbilder haben. Die werden auch entstehen und die müssen auch entstehen. Zum anderen meinte ich aber durchaus auch, dass ja Deutschland leidet an einem strukturell bedingten Fachkräftemangel. Und ich meine damit durchaus auch die hochqualifizierten Fachkräfte. Wir haben ungefähr im Informations- und Kommunikationsbereich 64.000 Fachkräfte. Wir werben ja Hochqualifizierte von außen an, die dann ja auch in der Lage sind, neue Speichertechnologien zu entwickeln. Und da brauchen wir ja die Hochqualifizierten. Also ich meinte durchaus beides. Herr Becker. Ja, also wir haben heute schon Probleme, manchmal Fachkräfte zu finden. Wir haben nicht sehr viele Ingenieure, die in Luxemburg von den Schulen zurückkommen. Und nicht nur Ingenieure, sondern auch andere technische Berufe. Da leiden wir heute schon zum Teil unter Mangel, gute Leute oder Leute zu finden. Und alles das, was wir gesehen haben, geht noch in die Richtung, dass da noch mehr Fachkräfte eigentlich an diesen Themen arbeiten müssen, sowohl im Netz als auch Smart Home oder all diese Entwicklungen. Ich sehe da schon Chancen für junge Leute, dass die auch in die Richtung gehen und dann sicher in diesen Bereichen Perspektiven finden, besonders in Zeiten, wo es vielleicht in anderen industriellen Bereichen weniger Perspektiven gibt. Nathalie, sind bei dir eigentlich schon Fragen eingetroffen von unserem Publikum? Ja, es sind ein paar Fragen angekommen, auch zu dem, also diese drei. Also ich würde zuerst mal auf die eingehen von den Speichertechnologien. Woran liegt die schleppende Entwicklung der Speichertechnologien? Herr Reutersberg, können Sie das beantworten? Da begebe ich mich jetzt auf sehr dünnes Eis. Ich glaube erstmal, dass wir weltweit sehr, sehr viele Menschen an diesem Thema im Moment forschen. Ja, das, was wir heute haben, da passiert eine Menge. Ich glaube nicht, dass das eine schleppende Entwicklung ist, sondern das muss natürlich auch mit den zur Verfügung stehenden Rohstoffen für solche Speichertechnologien und so weiter in Einklang stehen. Da wird es irgendwann einen Breakthrough geben, da bin ich ziemlich sicher und ich bin mir sicher, dass der vor 2020 passiert. Also das war ja zum Beispiel auch in Ihrem Vortrag in Bezug auf die E-Mobility, haben Sie auch gesagt, die Experten sind sich ziemlich sicher, dass da was passiert. Sie sagen jetzt sogar vor 2020. Ja, da war es mehr 2030. Ja. Ich glaube eher, denn das ist ja nicht nur die Energiewirtschaft, das ist die Automobilindustrie, die da massiv hinterher ist, denn das E-Auto wird eine ganz andere Attraktivität kriegen, wenn wir dieses Thema gelöst haben. Das ist eigentlich der entscheidende Knackpunkt. Kann dann die Automobilität sogar der Vorreiter sein, um auch Speicher anzubieten für die Energiewirtschaft im größeren Stil? Ja, natürlich. Erstmal, ich habe das ja in meinem Vortrag kurz angesprochen, alle Autos, die in dem Moment an der Strippe hängen quasi, können gleichzeitig natürlich für mich auch wiederum ein Speichermedium darstellen.
wo man natürlich dann in gewissen Grenzen das nur nutzen kann. Aber ich kann natürlich kleinere Spitzenausgleiche dann über eine solche Technologie fahren, dass ich sage mal, wenn da 1 Million Autos gerade am Netz sind, habe ich natürlich einen riesigen Speicher zur Verfügung. Ja. Den kann ich natürlich nicht leer saugen, dann wenn er gerade losfahren will, ärgert er sich ziemlich, dass ich das ganze Strom ihm da abgezogen habe. Also das muss dann auch in vereinbarten Grenzen irgendwie passieren. Aber insofern, glaube ich, ist da ein enormer Hebel drin. Was haben wir noch für Fragen? Noch zwei Fragen zur Energiewende. Die erste ist: Eine Dreiteilung der Kosten durch Bevölkerung, Wirtschaft und Politik realisierbar? Wer zahlt das Ganze, steckt letztlich dahinter? Frau Graumann, was schätzen Sie? Also Dreiteilung finde ich jetzt zu weit gegriffen. Ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel. Die Politik zahlt nicht. Also das finde ich jetzt zu weit gegriffen. Hier je nach Thema, um was es da geht, muss halt der eine oder der andere aus meiner Sicht beteiligt werden an der Finanzierung des Energiewandels. Und ich natürlich, Sie haben es ja sehr schön ausgeführt, schon als privater Verbraucher möchte natürlich nicht ständig höhere Stromrechnungen haben. Ich als Endverbraucher bin natürlich daran interessiert, dass es in irgendeinem Rahmen bleibt, bin aber auch durchaus bereit, eben meine Energie in irgendeiner Form irgendwo zu speichern und mich zum Teil selbst zu versorgen und dann nur für das Teil oder den Teil dann noch zu bezahlen, den ich dann eben über die Netze beziehen muss. Das Zusammenwirken von Wirtschaft und Politik ist, glaube ich. Also ich bin leider sofort kein Beispiel bekannt, wo Politik irgendeinen Teil der Kosten übernimmt. Genau. Ich sagte ja auch gerade. Politik ist eher eine Zweiteilung zwischen Bevölkerung und Wirtschaft. Und die Frage, wer zahlt mehr, der kleine Kunde, der große? Ja. Politik zahlt an sich nie. Bei dieser Zweiteilung zwischen Endverbraucher und dem Großen, da besteht ja eigentlich eher die Gefahr, dass man dass irgendwann dieser Bogen überspannt wird und es keine gesunde Zweiteilung mehr wird. Haben Sie denn eine Ahnung, wo da eine Schmerzgrenze sein könnte? Also uns wird ja jetzt schon immer klar gemacht, hey, es wird teurer. Gut, wir haben ja in Deutschland zurzeit gerade eine sehr umfängliche Diskussion über das erneuerbare Energiengesetz und über die Beträge, die jetzt auf die Endverbraucher zukommen. Sie haben es ja genannt, ne? Wie viel waren es? 20 Milliarden? Ja. Und ich glaube, der Strompreis steigt 5 Cent pro Nein, also die erneuerbaren Beitrag steigt von 3,5 Cent auf 5,3. Das ist also der unmittelbare Anstieg, der dabei herauskommt. Und dann haben wir ja auch noch eine dritte Frage. Sind die bisherigen gesetzlichen Regelungen ausreichend, um adäquat auf den Energiewandel reagieren zu können? Was sagen Sie? Gut, die Experten hatten ein eindeutiges Votum gegeben, ne, dass die Regelungen nicht ausreichend seien. 89% aller der 375 in allen Ländern. Das sah in den einzelnen Ländern ein bisschen unterschiedlich aus, aber da war durchaus der Bedarf gesetzt, vor allen Dingen eben also es gibt auch Handlungsbedarf, ne? Die Anreizpolitik in Gang zu bringen, auch wirklich erneuerbare Energien im großen Umfang auch zu nutzen und einzusetzen. Aber ich meine, Sie haben ja vorhin darauf hingewiesen, wie sieht es aus, auch so über Ländergrenzen hinweg und so weiter. Ja. Wenn wir uns heute Energiepolitik anschauen, dann ist sie heute eine rein nationale Politik. Wir sind weit davon weg, über eine europäische Energiepolitik zum Energiewandel zu diskutieren. Und ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Hinderungsgrund. Ja, Deutschland zum Beispiel entscheidet mal eben ad hoc, sie steigt aus der Kernenergie aus. Das hat sie mit keinem Nachbarland mal eben abgestimmt. Ja, aber alle sind unmittelbar irgendwo damit betroffen. England denkt über ein ganz anderes Marktregime nach. Oder Holland führt eine Coal Tax ein. Das machen die alle sehr national, sehr singulär. Alles hat einen Einfluss auf die Entwicklung des Energiemarktes im jeweiligen Land. Aufgrund der Vernetzung sind aber alle mit eingefangen. Das heißt, das Primat der Politik war ursprünglich mal, wir wollen einen integrierten europäischen Energiemarkt schaffen. Davon sind alle Landespolitiker weit von weg. Warum? Warum passiert das so wenig? Warum sind wir in der europäischen Netzpolitik ja noch fast im Mittelalter, muss man sagen? Haben Sie eine Antwort, Herr Becker? Also nicht unbedingt Mittelalter, aber es gibt sicher noch einiges zu tun. Aber ich würde sagen, dass vielleicht in den Netzen die Zusammenarbeit in Europa doch noch relativ gut ist. Wenn man sagt, es gäbe keine Energiepolitik insgesamt, dann glaube ich, dass es eher gesamt keine Energiepolitik in Europa gibt, nur nationale Politiken. Der einzige gemeinsame Punkt ist, glaube ich, dennoch vielleicht, dass man sagt, es muss mehr Erneuerbare geben. Aber für den Rest gibt es meistens europäisch pro Land sehr große Unterschiede. Und das erklärt bestimmt auch die Unterschiede zum Teil, die man hier in dieser Umfrage sieht. Aber vielleicht noch eine Bemerkung zu den Regelungen.
Ich glaube auch, es sollte mehr Standardisierung, Harmonisierung geben. Auch das ist auch sehr wichtig, wenn wir über Netze und Home, Smart Home sprechen und manchmal auch fragen, gibt es nicht in einigen Bereichen vielleicht zu viel Regelung? Das, in einigen Bereichen zu viel, ja. Aber wäre es nicht, wenn ich gerade Sie jetzt auch höre, dass wir wirklich in der europäischen Netzpolitik noch sehr national denken, wäre es dann eine Möglichkeit, dass hier die Politik fördernd eingreifen kann und sagen, jetzt, wir brauchen, also gerade wenn ich zum Beispiel auch an das Projekt DESERTEC denke, da soll, und wenn es erst in 50 Jahren ist, da sollen große Solarenergieanlagen in Nordafrika installiert werden, wo sehr viel Sonnenschein vorhanden ist. Nur wir müssen ja irgendwie diese Energie auch nach Europa transportieren können. Ja, natürlich. Ich meine, Sie könnten ja mal sagen, wahrscheinlich, wenn ich einen Euro in DESERTEC in Nordafrika investiere, habe ich eine wesentlich höhere Energieausbeute, als wenn ich das auf ein bayerisches Scheunendach lege, denn da ist nun mal deutlich weniger. Das heißt, die 20 Milliarden, die wir gerade in Deutschland ausgeben, könnte vielleicht effizienter, wenn ich in einem ganz anderen Rahmen denke, ganz anders entwickelt werden. Aber die bayerische Politik oder auch die deutsche Politik denkt dann da schon mal wieder mehr regional oder national und sagt, lassen wir erstmal hier das alles in Ordnung bringen, das andere, das gucken wir dann mal später. Und dadurch führt das immer mehr zu gewissen nationalen Egoismen und das ist eigentlich der Gesamtidee abträglich. Das ist eigentlich ein bisschen entgegen der Idee, die wir sonst hier in Europa zumindest versuchen zu leben. Ne? Frau Graumann, sehen Sie dort Änderungsmöglichkeiten oder ist es letztlich, wie kann man das ändern? Wie kann dort etwas in Gang gebracht werden? Also mich persönlich erstaunt das schon, dass die Europäische Union zulässt, dass einige Länder immer noch weiter Kernenergie nutzen können und dürfen. Also da besteht ja auch noch keine Einigkeit sozusagen, also regenerative, alternative Energien nutzen, aber wir haben es ja gesehen an den Franzosen, nicht? Also gesagt, Ausstieg aus der Kernenergie wahrscheinlich, ja, da leben wir wahrscheinlich ja alle gar nicht mehr. Hammer. Also ein Patentrezept kann ich da jetzt heute Abend beileibe nicht bieten, außer Dialog, würde ich mal sagen. Mhm. Auch Sally, bei dir ist noch eine Frage auf. Ja, nochmal zum Thema Fachkräfte. Hat jemand, also Michael, die Frage reingeschickt, wie könnte der Fachkräftemangel behoben werden? Das Problem hat doch jede Branche. Also da denke ich in die Schulen rein, man muss gleich anfangen, auch die Interesse für die naturwissenschaftlichen, technischen Fächer zu wecken, schon in den Schulen, in den jungen Altersgruppen. Dann ist das Thema Frauenquote ein schönes Thema, auch Frauen an die technischen Ausbildungsgänge bei Zeiten heranführen. Dann kommt es immer jeweils auch auf die Länder an, wenn es darum geht, Fachkräftemängel zu beheben. In Deutschland ist gerade das Zuwanderungsgesetz geändert worden, das eben die Möglichkeit bietet, mehr Hochqualifizierte eher ins Land zu bringen und auch über befristete Arbeitsverträge hinaus, über schneller in feste Arbeitsverträge auch reinzubringen. Das ist dann wieder landespolitisch unterschiedlich. Und ich würde sagen, Bildung, Bildung, Bildung. Frau Graumann, meine Herren, ich danke Ihnen für diese wirklich anregende, kurzweilige Diskussion. Wir wollen es jetzt auch nicht noch in die Länge ziehen. Der Nachmittag, jetzt schon der Abend, waren schon sehr lang. Vielen Dank für Ihre Teilnahme hier an dieser Diskussion. Danke.